Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Frau Tönnissen, das Thema mit dem Kreistag und einer Mehrbelastung der Mitglieder in den Kreistagen, das werden wir heute nicht diskutieren, das werden wir am nächsten Mal diskutieren, wenn wir die Anhörung sozusagen im Ausschuss, im Fachausschuss ausgewertet haben und dann auch zu einer abschließenden Beratung hier im Plenum kommen. Insofern, vielleicht kann man Sie da auch noch mal überzeugen, dass das nicht ganz so ist, wie es gerade geschildert worden ist. Aber ich will gerne anknüpfen an die Ausführungen von Ihnen, Frau Tönnissen, aber auch von Frau Steinmann. Wir bringen hier einen vierjährigen Prozess zum Abschluss, der mich von seinen Ergebnissen, also an seinen Ergebnissen gemessen, sehr, sehr zufrieden stimmt. Wir haben anknüpfend an die Empfehlung der Ehrenamtskommission eine Vielzahl von Regelungen neu formuliert, die insbesondere unter dem Ziel, das kommunale Ehrenamt aufzuwerten, gemeinsam mit uns diskutiert worden sind. Ich möchte auch an dieser Stelle noch mal allen Akteuren danken, den kommunalen Spitzenverbänden, den kommunalpolitischen Vereinigungen, die sich über lange Zeit hinweg, über einen langen Zeitraum hinweg konsensorientiert an die Diskussion hineingebracht haben. Und wer die Anhörung sich noch mal ansieht und das, was in dem Zusammenhang vorgetragen worden ist, der findet und stellt auch fest, dass wir eine Regelung gefunden haben oder Regelungen gefunden haben, die auf eine breite Zustimmung treffen. Drei Bereiche will ich über das hinausstellen, was bereits vorgetragen worden ist, die mir wichtig sind oder die uns wichtig sind. Das Thema Vereinheitlichung des Verdienstausfalles. Ich war auch wie viele andere lange in Gemeindevertretungen unterwegs. Sie kennen die Situation, untere Grenze des ist oftmals unterhalb des Mindestlohnes bezogen auf die Erstattung des Verdienstausfalles in einzelnen Gebietskörperschaften angesiedelt gewesen. Die obere Grenze bei 20 bis maximal 30 Euro mit der Konsequenz, dass Arbeitnehmer oder Selbstständige, die mit Stundenlohnsätzen von mehr als 20 Euro arbeiten bzw. vergütet werden, in Regel dann auch drauf bezahlt haben. Und das heißt, bei monatlich brutto 3.400 Euro musste man entsprechend draufzahlen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich in den einzelnen Gebietskörperschaften gehandhabt worden. Insofern unsere Auffassung bzw. unsere Herangehensweise, das landeseinheitlich zu regeln und dafür auch die entsprechenden Grundlagen zu schaffen, per Erlass hier als Land in dem Zusammenhang vorzugeben, nach welchen Kriterien der Verdienstausfall künftig zu regeln ist. Das Thema Mindestfraktionsgrößen. Wenn man sich die bisherigen Regelungen ansieht, ich mache das mal noch mal ein Beispiel. Die Stadt Neuss, 155.000 Einwohner, 68 Ratsmitglieder. Zwei Ratsmitglieder reichen aus, um eine Fraktion zu bilden. Das heißt, ein Stimmanteil von etwa 2,6%. Warum zwei Ratsmitglieder? Warum Neuss? Ja, warum? Weil Neuss ist kreisangehörig. In der Stadt Bottrop mit 117.000 Einwohnern wesentlich kleiner, 54 Ratsmitglieder, auch wesentlich kleinerer Rat, sind demgegenüber drei Ratsmitglieder notwendig oder anders formuliert, man muss mehr als 5% der Stimmen erreichen, um eine Fraktionsgemeinschaft bilden zu können. Und das war, wie gesagt, überhaupt nicht nachvollziehbar. Parallel dazu haben wir die Entwicklung gehabt, die zunehmende Bildung von technischen Fraktionen. Da gibt es ja merkwürdige Beispiele, beispielsweise aus dem Kreistag Gütersloh, FDP und AfD, die da eine Fraktionsgemeinschaft gebildet haben. Oder auch in anderen Gebietskörperschaften zwischen Piraten und Linken, wo man sich allen Ernstes fragen muss, gibt es da überhaupt ein gemeinschaftliches Interesse, Politik zu machen, oder war nicht eher Zielsetzung der Bildung einer Fraktionsgemeinschaft zu sagen, wir wollen hier über entsprechende finanzielle Zuwendungen auch verfügen und deswegen gehen wir diesen Weg. Wir wollen das verschärfen und daher auch eine Anhebung der Mindestfraktionsgrößen, und zwar in Abhängigkeit zu den Ratsgrößen. Ab 51 Mitglieder im Rat, Dreie, ab 75 Vierer, ab 90 Fünf. Und das ist dann etwa eine Größenordnung von 4,5 bis 5% der Wahlergebnisse, die erreicht werden müssen. Den dritten Bereich, den ich noch mal herausgreifen möchte, ist das Thema Fraktionszuwendungen. Das haben wir letztes Jahr im Rahmen eines Erlasses geregelt. Ich kann noch nicht erkennen, dass da eine große Bewegung eingesetzt hat. Wir haben momentan immer noch sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Städte oder Gemeinden, wo mit 45.000 Einwohnern 200 Euro als Fraktionszuwendung pro Jahr pro Ratsmitglied zur Verfügung gestellt werden. Und vergleichbare Gemeinden in gleicher Größenordnung sind da mit 5, 6, teilweise bis zu 17.000 Euro dabei. Da bleibt abzuwarten, inwieweit man diesen Erlass entsprechend aufgreift, beziehungsweise hier auch die Notwendigkeit sieht, Fraktionen angemessen auszustatten, damit sie ihre Arbeit tun können. Es bleiben Baustellen über. Insbesondere eine will ich noch benennen, die wir aber hier nicht regeln können, die wir nur auf der Bundesebene regeln können.
und zwar das Thema Anrechnen von Einkünften aus kommunalpolitischen Tätigkeiten gilt insbesondere für Leute, die Arbeitslosengeld II beziehen oder Leistungen nach dem Unterhaltsrecht beziehen oder beispielsweise Leistungen nach dem BAföG-Gesetz beziehen. Hier ist es so, dass diese Einkünfte sozusagen aus der kommunalpolitischen Tätigkeit angerechnet werden und damit sozusagen kein großes Interesse bei den Beteiligten, sich entsprechend zu engagieren. Aber auch diese Leute müssen wir in das Ehrenamt bringen und die sollten dadurch keine Nachteile haben. Aber das ist, wie gesagt, eine Angelegenheit, die auf Bundesebene zu regeln sind. Insgesamt ein sehr zufriedenstellender Prozess. Meine Redezeit ist zu Ende. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die entsprechende Umsetzung.